Gut, dann starten wir ins Thema. Genau. Gabriela hat das ja gerade schon erzählt. Ich bin am Fachgebiet Sustainable Engineering tätig. Ich bin Lehrverantwortliche für die Lehrveranstaltung Dekarbonisierung und Klimaneutralität. Deswegen möchte ich heute auch mit euch über das Thema Risiken und Chancen der Klimakompensation reden. Das ist, wie auch von Gabriele schon gesagt, ein Thema, was gerade medial ja auch sehr präsent ist und zu dem auch viele eine Meinung haben, ein Thema, über das auch viel diskutiert wird. Und deswegen wollen wir da heute mal einsteigen und uns die Risiken und Chancen, die die Kompensation bietet, anschauen. Mit welchen Themen wollen wir uns da im Einzelnen beschäftigen? Wir werden zunächst allgemein starten und uns anschauen, was Kompensation überhaupt ist und wie das Ganze funktioniert. Da schauen wir in die verschiedenen Kohlenstoffmärkte rein und schauen uns auch die verschiedenen Projekttypen an, die es da gibt. Beruhend auf diesen Projekttypen gehen wir dann etwas tiefer rein und schauen uns an, wie es da aussieht, welche Projekte besonders geeignet sind, um gegen den Klimawandel, oder ja, gegen den Klimawandel zu wirken und auch welche Risiken es aber teilweise bei Kompensationsprojekten gibt, also wo da vor allen Dingen auch die Gefahr besteht, dass es zu Greenwashing kommt. Abschließend wollen wir dann noch in die Frage reinschauen, wie können wir andere Umweltwirkungen kompensieren? Das ist vor allen Dingen deswegen interessant, weil sich ja jetzt Produkte in der Herstellung oder auch in der Nutzung natürlich nicht nur auf die Treibhausgase auswirken, sondern auch andere Umweltkompartimente betroffen sind. Deswegen die Frage, wenn wir jetzt ganzheitlich kompensieren wollen und die Vermeidung eines Produktes auf die Umwelt möglichst gering halten wollen, gibt es da Möglichkeiten, auch bei anderen Umweltwirkungen anzusetzen? Gut. Damit fangen wir an. Ja, so. Und starten mit der Frage, warum brauchen wir Kompensation eigentlich? Also wofür ist das wichtig? Wenn man da einmal ins Pariser Klimaabkommen reinschaut, ist es so, dass dort festgeschrieben ist, dass für das Erreichen des 1,5 oder auch des 2-Grad-Ziels Klimaneutralität notwendig ist. Klimaneutralität bedeutet generell, dass die Menge der emittierten Restemissionen, die wir haben, die werden in der Regel in CO2-Äquivalenten angegeben, der Menge der kompensierten Emissionen entspricht. Es kommt also hier zu einem Ausgleich. Was ist in diesem Fall mit Restemissionen gemeint? Da müssen wir einmal in die sogenannte, Mitigation over Compensation Hierarchie reinschauen. Die seht ihr hier einmal dargestellt. Das ist ein Begriff, der bei Dekarbonisierungsprozessen oft verwendet wird und es bezieht sich darauf, dass man vor allen Dingen Emissionen zunächst vermeiden sollte, wenn immer das möglich ist. Wenn man Emissionen nicht vermeiden kann, dann sollte man sie reduzieren. Wenn Emissionen nicht reduziert werden können, dann sollte man den entsprechenden Prozess durch einen emissionsärmeren ersetzen. Und erst als letzter Schritt sollte dann die Kompensation der Emissionen erfolgen. Diese Hierarchie ist deswegen wichtig, weil diese ersten drei Schritte vor allen Dingen in den Produktionsprozessen oder auch in der Firma stattfinden. Und die Kompensation selber findet halt außerhalb der Firma statt, also extern. Man spricht da auch allgemein davon, dass es eine Priorität für Reduktionen gibt, also auf Englisch eine Reduction Priority und eine Notwendigkeit zu kompensieren. Das zeigt sich dann auch darin, dass wir halt erst diese Schritte durchführen sollen und erst dann zur Kompensation übergehen. Insgesamt kann man also festhalten, dass wenn wir Klimaneutralität erreichen möchten, wir Kompensation zwar generell brauchen, diese aber möglichst als letzten Schritt anwenden sollten. Wir starten jetzt als erstes mit einem Blick auf die Kohlenstoffmärkte, weil das die Märkte sind, wo dann eine Firma oder auch eine Privatperson am Ende kompensieren kann, beziehungsweise diese CO2-Zertifikate erwerben kann. Wir schauen als erstes einmal auf die Compliance-Märkte. Das sind die sogenannten verpflichtenden Märkte. Der bekannteste Markt, der darunter fällt, ist das EU-Emissionshandelssystem. Von dem haben einige von euch vielleicht schon mal gehört. Das ist das EU-ETS-System. Diese Systeme werden allgemein durch bindende Reduktionsziele reguliert. Also im Fall von dem EU-ETS-System ist es dann so, dass die Ziele durch die Klimaziele der EU festgesetzt werden. Diese verpflichtenden Märkte funktionieren nach dem Cap-and-Trade-System. Das ist hier einmal aufgezeigt. Das bedeutet, dass wir Emittenten haben, die unter diesem System erfasst sind. Das sind dann zum Beispiel alle emissionsstarken Firmen oder Produzenten, die wir in der EU haben.
Die müssen dann ihre Emissionen auf diesem Markt kompensieren, wenn sie eine gewisse Höhe an Emissionen überschreiten. Das ist dieses sogenannte Cap, also auf Deutsch, das ist diese Kappungsgrenze für die Gesamtemission. Wenn wir jetzt einen Emittent A haben und der emittiert eine gewisse Menge an CO2-Emissionen und kommt damit über diese Grenze, dann kann er auf dem Kohlenstoffmarkt CO2-Zertifikate ankaufen. Ein anderer Emittent emittiert zum Beispiel weniger Emissionen und hat dann sozusagen noch eine freie Menge hier übrig und kann diese Zertifikate dann auf den Kohlenstoffmarkt verkaufen. Und so findet hier dieser Handel zwischen den verschiedenen Emittenten, die auf dem Compliance-Markt erfasst sind, statt. Das unterscheidet sich jetzt von dem freiwilligen Markt, den es auch gibt. Der freiwillige Kohlenstoffmarkt, der steht allen Akteuren offen. Das heißt, da können dann nicht nur Firmen teilnehmen, da können zum Beispiel auch Privatpersonen Zertifikate erwerben. Der hat auch ein bisschen ein anderes Prinzip. Das ist das Baseline- und Credit-System. Wie genau das funktioniert, da schauen wir gleich im Detail rein. Und der freiwillige Markt ist in den letzten Jahren sehr stark gewachsen, was vor allen Dingen an einer steigenden Nachfrage liegt. Also wenn man sich da die Zahlen jetzt einmal anschaut, ist es so, dass im letzten Jahr zum Beispiel über 300 Millionen Zertifikate auf diesem Markt ausgegeben wurden. Ein Zertifikat entspricht dabei einer Tonne CO2. Das sind deutlich mehr als noch 10 Jahre davor. Da waren es etwa 50 Millionen Zertifikate. Man geht auch davon aus, dass dieser Wachstum noch weiter anhalten wird und man in 2030 etwa noch mal fünfmal so viele Zertifikate hat wie im letzten Jahr. Wie läuft es jetzt auf dem freiwilligen Kompensationsmarkt ab? Auch hier werden Zertifikate ausgegeben, die dann jeweils für eine Tonne CO2 zertifizieren. Diese Zertifikate werden allerdings über Kompensationsprojekte generiert. Das heißt, es gibt einen Projekthalter, der dieses Projekt initiiert und leitet und für die Umsetzung sorgt. Und dieses Projekt wird dann extern durch einen Verifizierer zertifiziert. Das ist wichtig, dass das extern erfolgt, damit gewisse Qualitätskriterien eingehalten werden. Da gibt es verschiedene, warum diese wichtig sind und was es da teilweise für Probleme mit den Qualitätskriterien gibt. Das schauen wir uns im Laufe der Vorlesung auch noch weiter im Detail an. Kommen wir als nächstes zur Frage, wie teuer ist Kompensation auf diesen Märkten jetzt? Die Preise sind sehr stark marktabhängig. Das heißt, es unterscheidet sich je nachdem, auf welchem verpflichtenden Markt wir uns zum Beispiel bewegen. Und wenn wir auf den freiwilligen Markt schauen, haben wir auch dort eine große Preisspanne, da es dort sehr abhängig davon ist, welches Projekt wir auf dem freiwilligen Markt haben. Wenn wir jetzt zunächst einmal auf den EU-ETS-Markt als Beispiel für den verpflichtenden Markt schauen, dann seht ihr hier die Übersicht, wie sich der Preis auf diesem Markt entwickelt hat. Man kann hier ganz gut sehen, dass von Januar 2020 bis etwa Januar 2021 lag der Preis relativ niedrig bei etwa 20 Euro pro Tonne CO2. Danach kam es hier bis 2022 zu einem relativ starken Anstieg. Man kann hier in diesem Beispiel sehr gut sehen, wie der Einfluss der Politik hier die Preise bestimmt. Also was hier passiert ist, ist, dass die EU in diesem Zeitraum die Menge der Zertifikate verknappt hat, um so den Preis in die Höhe zu treiben und so die Firmen und auch die Konzerne, die unter diesem EU-ETS-Markt erfasst sind, dazu zu bringen, ihre Emissionen stärker zu reduzieren, da das Kompensieren teurer geworden ist. Man sieht, dass das gut funktioniert hat und die Preise auf etwa 60 bis 100 Euro je Tonne CO2 gestiegen sind. Aktuell befinden wir uns eher so im Bereich von 60 bis 80 60 bis 80 Euro je Tonne CO2. So, an dieser Stelle würde ich jetzt gerne eine Frage an euch als Publikum richten. Was denkt ihr denn, wie die Preise auf dem freiwilligen Kompensationsmarkt dazu im Vergleich aussehen? Dazu starte ich jetzt mal die Genau. erste Frage. Die Frage lautet: Wie hoch schätzen Sie den durchschnittlichen Preis für ein Zertifikat über eine Tonne CO2 auf dem freiwilligen Kompensationsmarkt? Also nicht das, was wir gerade eben gesehen haben, der offizielle Handel, sondern auf dem freiwilligen Markt. Ja, ich sehe, dass da schon ordentlich dran gearbeitet wird. Wir haben jetzt schon fast 100 Antworten. Und es kommen noch ein paar dazu. Für diejenigen, die sich vielleicht ein paar Minuten später eingeschaltet haben, ihr könnt auch über dieses Tool hinaus selber Fragen
in die Runde bringen, indem ihr auf Tweetback-Fragen postet und diese bewertet. So, jetzt habe ich, glaube ich, die letzte Antwort hier eingehen sehen und wir geben mal die Ergebnisse frei. Wie sieht das aus? Wir haben 42% aller Antwortenden haben gesagt, 20 € wäre der Preis im Freiwilligenmarkt. 38% denken, es sind 5 € und 20% denken, es wären 80 €. Okay, gut, dann vielen Dank für eure Abstimmung. Also ein Großteil von euch liegt auf jeden Fall richtig mit der Annahme, dass der Preis deutlich unter den Preisen auf dem EU-ETS-Markt liegt. Tatsächlich ist es so, wenn wir jetzt einmal in die Preise reinschauen, dass der durchschnittliche Preis eher bei um die 5 Euro oder beziehungsweise hier in dieser Übersicht ist es ein Dollar pro Tonne CO2 liegt. Hier sind jetzt einmal die verschiedenen Projekte aufgetragen gegen den Preis. Die einzelnen Projekte sind dabei jetzt gar nicht so wichtig. Was allerdings interessant ist und heraussticht, ist, dass man durchaus nach Projektbereich unterscheiden kann, wie teuer die Projekte sind. Also ihr seht hier in Orange zum Beispiel aufgetragen die Forestry- und Land-Use-Projekte. Das sind zum Beispiel Waldschutz- oder Moorschutzprojekte, die sind eher teurer und liegen dann bei über 5 Dollar bis auch über 10 Dollar je Tonne CO2, die hier kompensiert wird. Und dahingegen im Gegensatz sind Projekte, die zum Beispiel aus dem Bereich erneuerbare Energie hier in dunkelblau aufgezeichnet, die sind eher sehr günstig. Da kostet eine Tonne CO2 dann eher um die 2 bis 3, Dollar. Genau. Wir schauen jetzt als nächstes etwas mehr im Detail in diese verschiedenen Projekte rein und schauen uns da auch die Unterschiede an, die es da gibt. Allgemein kann man zwischen drei Hauptprojekttypen unterscheiden, wenn man über Kompensation redet. Es gibt da einmal die Avoidance-Projekte, die Reduction-Projekte und die Removal-Projekte. Es ist da jetzt wichtig, darauf zu achten, dass auch wenn die Terminologie gleich ist, Avoidance, also Vermeidung und Reduction, Reduktion in diesem Fall nichts zu tun hat mit dieser Mitigation over Compensation Hierarchy, in der, also von der wir am Anfang gesprochen haben. Sondern es ist so, dass alle diese Projekte sich auf Kompensation beziehen. Das heißt, diese Avoidance-Projekte, die Reduction-Projekte und auch die Removal-Projekte, die finden außerhalb der Prozesse in der Firma oder in der Produktionskette statt. Das heißt, das ist alles hier im Bereich der Kompensation. Schauen wir jetzt als nächstes zuerst einmal in die Avoidance-Projekte rein. Also was sind es für Projekte? Bei Avoidance-Projekten werden Emissionen im Vergleich zu einem Referenzszenario vermieden. Ein klassisches Beispiel dafür ist zum Beispiel ein Wald- oder ein Moorschutzprojekt. Dort wäre das Referenzszenario dann, dass dieser Wald beispielsweise abgeholzt wird und durch die ausgegebenen Zertifikate und das damit eingenommene Geld kann dieser Wald geschützt werden und bleibt bestehen. Was bedeutet das jetzt konkret für zum Beispiel eine Firma, die über so ein Avoidance-Projekt kompensiert? Wir haben dann hier unsere Firma, die hat eine Emission von einer Tonne CO2 und kauft, um diese Emission auszugleichen, ein Zertifikat aus einem Avoidance-Projekt. Dieses Projekt vermeidet jetzt hypothetische Emissionen, die ohne das Projekt entstanden werden. Das heißt, hier entstehen keine Emissionen. Allerdings werden dann natürlich insgesamt, wenn wir das Ganze jetzt als Bilanz betrachten, trotzdem Emissionen frei. Das heißt, insgesamt kommt es zu einem Anstieg von Treibhausgasen in der Atmosphäre. Wie sieht es bei den Reduction-Projekten aus? Reduction-Projekte sind Projekte, die im Vergleich zu einem Referenzszenario Emissionen reduzieren. Ein klassisches Beispiel dafür sind erneuerbare Energieprojekte. Da ist es jetzt zum Beispiel so, dass über die verkaufte Menge an Zertifikaten Geld gewonnen wird, um ein erneuerbares Energieprojekt umzusetzen, zum Beispiel die Errichtung eines Windparks. Dieser Windpark würde es dann ermöglichen, ein Kohlekraftwerk abzuschalten. Das heißt, hier ist es jetzt so, dass ich, wenn wir uns das wieder am Beispiel anschauen, auch eine Tonne CO2 emittiere. Diese Tonne CO2 kompensiere ich mit einem Zertifikat aus einem Reduction-Projekt. Und dieses Reduction-Projekt vermeidet dann Emissionen im Vergleich zu oder reduziert Emissionen im Vergleich zu diesem Referenzszenario. Das heißt, es sind insgesamt weniger Emissionen, als wenn es dieses Projekt nicht gäbe.
Insgesamt habe ich aber natürlich trotzdem einen Anstieg an Emissionen in dieser Atmosphäre, also in der Atmosphäre. Das heißt, bei beiden diesen Projekttypen haben wir weiterhin keine Netto-Null, sondern insgesamt einen Emissionsanstieg. Das ist auch der große Unterschied zu den Removal-Projekten. Bei den Removal-Projekten ist es jetzt so, dass diese Projekte darauf abzielen, CO2 aus der Atmosphäre zu entziehen und langfristig zu speichern. Das kann zum Beispiel in biogener Form erfolgen, also zum Beispiel, indem man einen Wald anpflanzt. Schauen wir auch hier wieder auf unsere Beispielfirma. Also die Firma emittiert nach wie vor eine Tonne CO2 und kauft dafür dann ein Zertifikat aus einem Removal-Projekt. Dieses Removal-Projekt entzieht jetzt tatsächlich eine Tonne CO2 aus der Atmosphäre und speichert das zum Beispiel in Form von Wald, also in Form von Bäumen. Wenn wir uns da jetzt die Gesamtbilanz anschauen, ist es so, dass wir tatsächlich bei einer Netto-Null herauskommen. Also wir haben keinen Anstieg von Treibhausgasen in der Atmosphäre. Wie sieht es jetzt auf dem Markt aus? Also wie verteilen sich diese verschiedenen Projekttypen auf die vorhandenen Zertifikate? Es ist so, dass der Großteil der ausgegebenen Zertifikate aus den Avoidance- und Reduction-Projekten erfolgt. Also das sind über 90% der ausgegebenen Zertifikate. Die Removal-Projekte sind teurer im Schnitt als die Avoidance- und Reduction-Projekte und machen deswegen eine geringere Menge aus. Allerdings sind sie, wie wir gerade festgestellt haben, der einzige Projekttyp, um wirklich CO2-Neutralität zu ermöglichen. Dass wir diese Removal-Projekte durchaus brauchen, das wird auch vom Weltklimarat so festgehalten. Deswegen schauen wir uns jetzt einmal das Statement vom Weltklimarat oder auf Englisch IPCC zur Kompensation an. Der IPCC sagt, dass wir CDRs, also Carbon Dioxide Removals, brauchen, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. In den positiven Szenarien, also den Szenarien, wo wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten oder auch das 2-Grad-Ziel, wird vom IPCC eine große Menge an Removal-Technologien angenommen. Die sind vor allen Dingen wichtig für die sogenannten Overshoot-Szenarios. Das sind Szenarien, in denen wir dieses Ziel überschreiten, also in denen wir mehr emittieren, als wir laut dem 2-Grad-Ziel zum Beispiel dürften und diese Menge an Emissionen anschließend wieder aus der Atmosphäre über Removals entfernen. Der IPCC hält auch fest, dass CDRs vor allen Dingen für schwer zu dekarbonisierende Sektoren eingesetzt werden sollten. Und dass wir CDR nicht als Ersatz für eine starke Emissionsreduktion ersetzen können. Hier kommen wir auch wieder auf die Mitigation over Compensation Hierarchie, da auch hier eine starke Betonung darauf gelegt wird, dass wir zunächst Emissionen möglichst vermeiden und reduzieren sollten, bevor wir dann als letzter Schritt auf die Removals umsteigen. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal auf den Begriff der Klimaneutralität vom Anfang zurückkommen. Dieser Begriff wird häufig unabhängig davon verwendet, welchen Kompensationstyp benutzt. Also sowohl wenn Removal-Projekte eingesetzt werden, aber auch wenn zum Beispiel Reduction- oder Avoidance-Projekte benutzt werden. Deswegen hat sich in Abgrenzung von der Klimaneutralität mittlerweile der Begriff Net Zero Emissions, also Netto Null Emissionen zu Deutsch, etabliert. Dieser Begriff ist dann tatsächlich so definiert, dass ich eine Menge emittierter Restemissionen habe, also wie bei der Klimaneutralität, dass diese Restemissionen aber dann tatsächlich der Menge der entfernten Emissionen entsprechen müssen. Also auch Emissionen, die dann über Kompensation entfernt werden, allerdings wirklich nur über diese Removal-Projekte. Und so können wir dann eine tatsächliche CO2-Neutralität beziehungsweise tatsächlich eine grüne, eine Netto-Null erreichen. Als nächstes schauen wir jetzt in die verschiedenen Projekte rein und auch etwas genauer in die verschiedenen Projekttypen und was es da für Vorteile, aber auch für Kritikpunkte gibt. Wir starten mit den Avoidance- und Reduction-Projekten. Wenn wir uns einmal den weltweiten Markt anschauen, ist es so, dass wir im Jahr 2023 308 Millionen ausgegebene CO2-Zertifikate haben. Ein Großteil davon entfällt auf die sogenannten Nature-Based Solutions, also naturbezogene Projekte.
Wenn wir da etwas weiter im Detail reinschauen, sehen wir, dass ein Großteil dieser Projekte vor allen Dingen Avoided Deforestation-Projekte sind, also Projekte, die vermeiden, dass Wald abgeholzt wird. Es gibt aber auch zum Beispiel Projekte, die allgemeine Umwandlung von Naturflächen, also wie zum Beispiel Mooren, verhindern. Und es gibt auch die Aufforstungsprojekte. Das sind dann aber Removal-Projekte, da schauen wir später noch rein. Einen weiteren Großteil an Projekten machen Projekte aus dem Bereich erneuerbare Energien aus. Das sind, wie gesagt, Reduction-Projekte. Also hier wird eine fossile Anlage durch eine Anlage für erneuerbare Energien ersetzt. Und dann gibt es auch noch einen großen Anteil an sogenannten Household-Projekten, also Haushaltsprojekte zu Deutsch. Das sind vor allen Dingen zu über drei Vierteln sogenannte Cooksdorf-Projekte. Das sind Projekte, in denen traditionelle Kochstellen in Entwicklungsländern durch effizientere, moderne Öfen ersetzt werden. Also der Ansatz ist hier, dass wir den Brennstoffbedarf, der zum Beispiel durch Holz, Kohle oder Öl entsteht, deutlich reduzieren und damit auch eine Einsparung an Emissionen erreichen. Was sind jetzt die Kritikpunkte an diesen Projekten? Den einen oder den vor allem wichtigsten Punkt hatten wir schon. Es findet keine tatsächliche Emissionsreduktion statt. Also diese Projekte entziehen der Atmosphäre kein CO2. Das heißt, wenn ich das jetzt mit den Emissionen entgegenrechnen möchte, die ich verursacht habe, kann ich diese grüne Null nicht erreichen. Es gibt noch weitere Kritikpunkte, die mit diesen Qualitätskriterien gekoppelt sind, über die ich schon gesprochen habe. Deswegen schauen wir da jetzt noch ein bisschen tiefer rein. Ein Qualitätskriterium, was besonders wichtig ist, ist die sogenannte Additionality, auf Deutsch Zusätzlichkeit. Additionality bedeutet, dass das Projekt ohne den Verkauf der Zertifikate nicht stattfinden würde. Das lässt sich besonders gut am Beispiel der erneuerbaren Energien nachvollziehen, warum das ein Problem ist. Also wenn wir jetzt erneuerbare Energien betrachten, ist es so, dass diese mittlerweile auch so konkurrenzfähig zu fossilen Infrastrukturen sind. Das heißt, langfristig sollen die erneuerbaren Energien die fossilen Energieträger sowieso ablösen. Das heißt, es ist besonders schwer zu garantieren, dass ein erneuerbares Energieprojekt tatsächlich auch zusätzlich erfolgt und nicht sowieso erfolgt wäre. Die weiteren Qualitätskriterien beziehen sich vor allen Dingen darauf, wie groß der Einfluss oder wie groß, die Auswirkung eines Projekts ist. Eins dieser Qualitätskriterien ist zum Beispiel die Baseline. Also die Baseline ist das Szenario, das ohne das Projekt eintreten würde. Die Probleme, die dabei entstehen können, ist, dass die Baseline zu hoch angesetzt werden kann. Im Beispiel von einem Waldschutzprojekt wäre es dann zum Beispiel so, dass wir annehmen, dass der Wald ohne diesen Schutz, der durch den Zertifikatsverkauf garantiert wird, abgeholzt werden würde. Wenn es jetzt aber so ist, dass die Gefahr der Abholzung entweder gar nicht bestand oder zumindest nicht in vollem Ausmaß, dann erhalten wir hier eine aufgeblasene Baseline und geben eigentlich mehr Credits aus, als wir dürften oder sollten. Ein weiteres Problem ist, dass es auch zur Unterschlagung von Rebound-Effekten kommen kann. Diese sollten eigentlich immer mit einbezogen werden. Das ist der Effekt des Qualitätskriteriums Leakage. Also hier soll darauf geachtet werden, dass sozusagen die auftretenden Kohlenstofffreisetzungen, die anderswo durch das Projekt verursacht werden, mit einbezogen werden. Hier ist auch ein Waldschutzprojekt ein gutes Beispiel. Wenn ich jetzt einen Wald schütze und sich dadurch die Abholzung, die ich mit diesem Projekt verhindern möchte, in das Waldgebiet daneben verlagert, dann habe ich natürlich trotzdem weiterhin das freigesetzte CO2. Ich habe es nur nicht mehr an der Stelle, wo ich den Wald geschützt habe. Ein weiteres Qualitätskriterium, das zu Problemen führen kann, ist die Permanenz. Permanenz bedeutet, dass die Emissionen nicht zu einem späteren Zeitpunkt wieder freigesetzt werden sollen. In der Regel ist es so, dass durch die Standards und die Verifizierer festgelegt ist, dass die Permanenz mindestens 100 Jahre dauern soll, also das CO2 soll mindestens 100 Jahre gespeichert werden. Auch hier kann es bei solchen Projekten zu Problemen kommen. Ein gutes Beispiel dafür sind diese Cooksdorf-Projekte. Und zwar kann es hier vorkommen, dass wieder zurück zu der traditionellen Kochstelle gewechselt wird und dass dadurch die Einsparung, die berechnet wurde, langfristig gar nicht erfolgt.
Ein weiterer wichtiger Kritikpunkt bezogen auf die Avoidance und Reduction-Projekte ist auch, dass diese sehr günstig sind. Das haben wir in der Übersicht ja auch schon gesehen. Das führt einerseits dazu, dass Firmen keine Motivation haben, ihre eigenen Emissionen zu reduzieren. Also es ist dadurch häufig deutlich günstiger, zu kompensieren, anstatt zuerst zu reduzieren oder zu vermeiden. Außerdem führt es auch dazu, dass die Removal-Projekte an den Märkten gar nicht kompetitiv sind. Das heißt, die Removal-Projekte werden nicht weiter ausgebaut. Und es können dann auch nicht mehr Removal-Projekte oder mehr Removal-Zertifikate verkauft und in Umlauf gebracht werden, obwohl das ja die Projekte sind, die wir tatsächlich brauchen. Jetzt schauen wir uns im Detail weiter die Removal-Projekte an. Removal-Projekte, die aktuell auf dem Kompensationsmarkt gehandelt werden, sind vor allen Dingen Projekte, die unter den Bereich natürliche Senken fallen. Da gibt es einmal die Möglichkeit der Aufforstung. Da unterscheidet man im Englischen nochmal zwischen Reforestation und Afforestation. Im Deutschen gibt es diese Unterscheidung so im Wort nicht, aber Reforestation bedeutet das Wiederherstellen von Wald auf in der Vergangenheit bereits bewaldeten Flächen, wohingegen Afforestation beschreibt, dass wir neue Waldflächen auf in der Vergangenheit unbewaldeten Flächen schaffen. Wir haben in beiden Fällen dasselbe Ergebnis. Wir schaffen neue Wälder und diese Wälder sind dann natürliche Senken und speichern CO2. Eine andere Möglichkeit oder eine andere natürliche Removal-Projekte sind die Wiedervernässung von Feuchtgebieten. Klassische Projekte wären da zum Beispiel Moorschutzprojekte. Es gibt aber auch andere Feuchtgebiete, die man so wiederherstellen kann, zum Beispiel auch Auen oder Marschen. Der Vorteil bei diesen Projekten ist, dass sie ein sehr hohes Potenzial haben, da Feuchtgebiete eine hohe Kohlenstoffbindungsrate haben. Das heißt, man kann sehr viel CO2 auf kleiner Fläche speichern. Vor allen Dingen auch im Vergleich zum Wald hat man hier ein größeres Potenzial auf kleinerer Fläche. Was sind die Schwierigkeiten, die mit diesen Projekten einhergehen? Es ist so, dass ein hohes Potenzial nur ausgeschöpft werden kann, wenn auch die Preise für die CO2-Zertifikate deutlich steigen. Das heißt, dass wir sowohl was die Aufforstung angeht, aber auch die Wiedervernässung zwar ein hohes Potenzial haben. Also wir haben viele Flächen, auf denen das generell möglich wäre. Allerdings können diese vielen Flächen nur genutzt werden, wenn der Preis für die Zertifikate deutlich ansteigt. Ein weiteres Problem ist, dass es bei Landnutzung, was ja in diesen Fällen nötig ist, auch immer zu Konkurrenz kommt, vor allen Dingen mit Ackerflächen. Das heißt, wenn wir jetzt sehr viel Landfläche für Aufforstung oder auch Feuchtgebietswiedervernässung verwenden, kann es sein, dass wir dadurch Ackerflächen verlieren und es kann oder es besteht die Gefahr von höheren Lebensmittelpreisen. Eine weitere Technologie, die für Removal-Projekte eingesetzt werden kann, ist Carbon Capture und Storage. Wenn ich Carbon Capture und Storage jetzt spezifisch für Kompensation benutzen möchte, dann habe ich da drei Möglichkeiten. Einmal Direct Air Carbon Capture und Storage, kurz DACS. Dann einmal Biomass Energy Carbon Capture und Storage, kurz BECCS. Und Pyrogenic Carbon Capture und Storage, kurz PIX oder auch Biochar. Wir starten jetzt zunächst einmal mit DACS und schauen uns das auch etwas detaillierter an, weil das eine Technik ist, die auch häufig diskutiert wird und die in Zukunft auch sehr stark ausgebaut werden soll. Generell handelt es sich bei DACS um die Entfernung von CO2 direkt aus der Umgebungsluft. Das Problem dabei ist, dass wir in der Umgebungsluft nur eine sehr geringe Menge an CO2 haben. Das sind etwa 0,04%. Das geht dann damit einher, dass wir einen sehr hohen Energieverbrauch haben, wenn wir eine DACS-Anlage betreiben. Man kann aber jetzt diese Carbon Capture und Storage-Anlagen auch direkt an der Quelle installieren, was dann deutlich effizienter ist. Also wenn ich jetzt eine CCS-Anlage direkt an einem Fabrikgebäude installiere, also dann neben dem Schornstein, wo das CO2 in die Luft gelangt, dann habe ich hier einen deutlich geringeren Energieverbrauch im Vergleich zur Nutzung der Umgebungsluft. Von diesen Anlagen, die direkt an der Quelle stehen, gibt es auch mittlerweile einige, die kommerziell betrieben werden. Das sind aktuell 41 Anlagen insgesamt. Ihr könnt hier auch gut sehen, dass die Menge der Anlagen in Zukunft noch sehr stark steigen wird. Also im Jahr 2023 hatten wir diese 41 kommerziellen Anlagen, die schon liefen.
Wir hatten 26 Anlagen, die bereits in Konstruktion waren und 121 in der fortgeschrittenen Planungsphase und 204 in der frühen Planungsphase. Diese aktuell laufenden Anlagen, also diese 41 Stück, haben eine Kapazität von 49 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Also 49 Millionen Tonnen CO2 werden durch diese CCS-Anlagen von den Industrieanlagen abgefangen und dauerhaft gespeichert. Wenn das jetzt so viel effizienter ist, als die Umgebungsluft zu benutzen, warum haben wir trotzdem einen Bedarf an DACS, also an Direct Air Carbon Capture and Storage? Das Problem hierbei ist, dass Carbon Capture and Storage direkt an der Anlage kein Removal-Projekt ist, sondern eine Reduktionsmaßnahme. Da kommen wir hier auch wieder zurück auf unsere Hierarchie. Und zwar würden wir uns dann hier an dieser Stelle befinden, reduzieren von Emissionen. Das ist erstmal natürlich super, weil das ist ja auch das, was wir langfristig machen wollen. Wir wollen ja zunächst alle Emissionen, die wir reduzieren können, reduzieren oder vermeiden und erst anschließend kompensieren. Allerdings haben wir dann ja trotzdem noch die Emissionen, die am Ende übrig bleiben, die wir kompensieren müssen und auch wollen langfristig. Und dafür brauchen wir dann die Direct Air Carbon Capture und Storage Anlagen. Hier jetzt auch wieder eine Frage an euch. Was denkt ihr denn, wie groß das weltweite Potenzial für DACS-Anlagen ist? Also ihr habt jetzt ja gehört, wie groß das Potenzial für die CCS-Anlagen ist. Jetzt die Frage dazu, was denkt ihr, wie viel CO2 wird direkt über die DACS-Anlagen entfernt und gespeichert? Ja, vielleicht nochmal für alle, die später auch nochmal zuhören. Die Frage lautet, wie hoch schätzen Sie die jedes Jahr über DAX dauerhaft gespeicherte Menge CO2 weltweit? Und da gibt es entweder die Möglichkeit 1 Million Tonnen oder 0,01 Million Tonnen oder auch 10 Millionen Tonnen. Das ist also der mögliche Betrag für die jährliche Speicherung. Da sind noch einige dabei, jetzt gerade ihre Antworten einzugeben. Und langsam haben, glaube ich, fast alle mitgestimmt. Damit beende ich mal die Umfrage und die Ergebnisse sind folgendermaßen: 1 Million Tonnen denken, dass 45% der Teilnehmenden, der Zuhörer denken, dass es 1 Million Tonnen sind. 26% denken, dass es 0,01 Million, also 0,01 Millionen Tonnen sind. Und 29% denken, es seien 10 Millionen Tonnen weltweit pro Jahr. Ja. Dann vielen Dank für eure Teilnahme. Also ich freue mich über euren Optimismus. Ich muss euch jetzt aber leider ein bisschen enttäuschen. Es ist tatsächlich so, dass die Menge, also die Jahreskapazität aktuell tatsächlich nur bei 0,01 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr liegt. Das heißt, es sind 10.000 Tonnen CO2 pro Jahr, die durch diese DAX-Anlagen entzogen und dann gespeichert werden. Das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass diese DAX-Anlagen gerade vor allem nur zu Testzwecken laufen. Also es gibt bisher sehr wenig kommerzielle Anwendungen, was auch mit dem hohen Kostenfaktor zusammenhängt. Im Moment ist es so, dass das Entziehen und Verpressen von einer Tonne CO2 etwa 1000 US-Dollar kostet. Also dieser Preis liegt halt deutlich über dem, was die ganzen anderen Kompensationsprojekte gerade kosten und selbst die Prognosen für die Zukunft gehen immer noch von relativ hohen Preisen aus. Also man schätzt, dass die Preise in Zukunft, wenn die Technologie weiter fortgeschritten ist, und die Menge an Energie, also die Menge an erneuerbaren Energien, die zur Verfügung steht, auch nochmal deutlich zunimmt, dass man selbst dann nur auf einen Preis von etwa 100 bis 300, Dollar pro Tonne CO2 kommt. Wir schauen jetzt in ein Beispielprojekt rein, und zwar in das Carbfix-Projekt in Island, um das Ganze ein bisschen verständlicher zu machen. Das Carbfix-Projekt in Island ist das weltweit größte DAX-Projekt, was aktuell läuft. Das ist schon im Jahr 2007 gestartet. Im Jahr 2011 wurden erste Pilotinjektionen von CO2 in den Boden vorgenommen und im Jahr 2017
ging dann die Direct Air Capture Anlage an den Start und das Ganze wurde auch ja, hochskaliert und läuft seit 2022 tatsächlich kommerziell. Wie funktioniert dieses ganze Projekt? Also wir haben hier eine Direct Air Capture Anlage, die Luft ansaugt und das CO2 mit Hilfe eines Lösungsmittels abschneidet. Das CO2 wird anschließend in Wasser gelöst und auch konzentriert und dieses Wasser wird dann in Basaltgestein gepresst, also hier nach hier unten. Das Ganze ist wie gesagt sehr energieintensiv und wird über geothermische Energie betrieben. Deswegen hat man das Ganze auch in Island installiert, weil da sehr viel erneuerbare Energien über Geothermie vorhanden ist und genutzt werden kann. Das gelöste CO2 im Basaltgestein reagiert dann hier zu Carbonatgestein. Das dauert etwa 2 Jahre und es sieht dann so aus. Das könnt ihr hier einmal sehen. Also man hat dann so ein graues Gestein. Darin ist das CO2 dann dauerhaft gebunden. Seit dem Start des Carbfix-Projekts wurden fast 100.000 Tonnen CO2 injiziert. Die Anlage, die aktuell läuft und auch kommerziell betrieben wird, ist die Anlage Orca. Die könnt ihr hier auf dem Bild einmal sehen. Diese Anlage filtert jedes Jahr 4.000 Tonnen CO2 aus der Luft und verpresst diese dann anschließend. Es ist auch noch eine weitere Anlage im Bau. Das seht ihr einmal hier. Das ist die Anlage Mammoth. Die soll etwa 2030 betriebsbereit sein und dann ein deutlich größeres Potenzial haben, also 36 Tonnen CO2 pro Jahr aus der Luft filtern und verpressen können. Wir schauen jetzt noch in die beiden anderen Möglichkeiten, die es gibt, um CO2 langfristig zu speichern. Das sind BECCS und PIX. Das sind keine volltechnologischen Lösungen, sondern eher Hybridlösungen, die auf der einen Seite biologische Lösungen und dann technologische Lösungen miteinander verbinden. Schauen wir zunächst einmal in BECCS, also Biomass Energy Carbon Capture and Storage. Hier ist es so, dass wir den Kohlenstoff nicht über eine Technologie aus der Luft holen, sondern ihn mit Pflanzen aus der Luft entziehen. Also wir pflanzen schnell wachsende Biomasse an, zum Beispiel schnell wachsende Bäume. Die binden das CO2 aus der Atmosphäre. Anschließend werden diese Bäume gefällt und werden in einem Holzkraftwerk verfeuert. Das hat den Vorteil, dass wir hier auch gleichzeitig die Möglichkeit der Energiegewinnung haben, da wir ein Kraftwerk haben. Und dann anschließend das CO2, was entsteht, abscheiden können und hier auch verpressen und speichern können. Also dieser zweite Schritt erfolgt dann analog zu der DAX-Anlage. Auch hier wird das CO2 aus der Luft, also aus der austretenden Luft, gewaschen und dann anschließend, gespeichert und, verpresst. Bei PIX läuft das Ganze etwas anders ab. Das zielt auf die Gewinnung von Pflanzenkohle, auf Englisch Biochar, ab. Auch hier nutzen wir Biomasse. Wir verbrennen diese dann anschließend auch, allerdings unter Luftabschluss. Das heißt, das Ganze findet ohne die Anwesenheit von Sauerstoff statt und dadurch kann sich kein CO2 bilden. Was wir dann als Verbrennungsprodukte erhalten, sind einmal Biogas, Bioöl und Pflanzenkohle. Biogas und Bioöl können genutzt werden, um andere fossile Lösungen zu ersetzen. Also zum Beispiel kann ich dann mit dem Biogas normales fossiles Gas ersetzen. Ich kann das Bioöl nutzen, um fossiles Öl zu ersetzen. Das ist dann kein Entfernen von Emissionen, da das Ganze ja wieder im Umlauf und damit auch in die Atmosphäre aufgebracht wird. Trotzdem ist es ein nützliches Seitenprodukt sozusagen. Das, was ich nutze, um das CO2 langfristig zu binden und zu speichern, ist die Pflanzenkohle. Diese Kohle kann ich dann auch entweder einlagern unterirdisch oder ich kann sie aber tatsächlich auch nutzen, um sie auf Feldern auszubringen und so die Erde fruchtbarer zu machen. Also da habe ich dann gleichzeitig auch noch einen positiven Nebeneffekt. Hier seht ihr jetzt einmal eine Potenzialübersicht über die verschiedenen Projekttypen.
Das einmal aufgezeigtes Potenzial in Deutschland. Das wurde in einem Bericht 2021 veröffentlicht, der von der Bundesregierung in Auftrag gegeben wurde. Und ihr seht einmal das weltweite Potenzial. Diese Zahlen hier stammen aus einem Bericht des Weltklimarats. Hier ist außerdem noch aufgetragen das sogenannte Technological Readiness Level. Das ist eine Skala zur Bewertung des Entwicklungsstandes der Technologie. Hier kann man ganz gut sehen, dass eigentlich nur die Aufforstung bereits erprobt und im Einsatz ist, weil Aufforstungsprojekte Projekte sind, die auch einfach schon bevor Removals ein Thema waren, gemacht wurden und man weiß, wie die gut funktionieren, man kann die gut umsetzen. Die anderen Projekte bewegen sich eher im Bereich des Prototyps, also die Biochar und auch die BECCS und DAX-Projekte sind eher noch im Labormaßstab beziehungsweise in ersten kleinen kommerziellen Anwendungen vorhanden. Man sieht hier auch sehr gut, dass das Potenzial sehr weit gefächert ist. Also wenn wir jetzt beim Beispiel der Aufforstung zum Beispiel bleiben, bewegt sich das Potenzial zwischen 0,5 bis 10 Gigatonnen CO2 pro Jahr. Warum ist das so eine weite Spanne? Das hängt mit dem Preis zusammen. Also wenn wir jetzt in dem eher unteren Preissegment bleiben, dann können wir damit nur eine geringere Menge dieses Potenzials erreichen. Wenn wir allerdings mehr Geld ausgeben können, dann wird abgeschätzt, dass wir auch dieses große Potenzial erreichen können. Das ist bei den anderen Projekttypen ähnlich. Es gibt natürlich noch viele andere Projekttypen, die auch genutzt werden können, um Emissionen dauerhaft zu speichern. Das sind zum Beispiel Enhanced Weathering, also zu Deutsch beschleunigte Verwitterung oder Ozeandüngung. Die habe ich jetzt aus Kapazitätsgründen nicht mit reingenommen. Hier aber auch etwas mit, etwas ausgeklammert und grau hinterlegt, da diese Technologien, was den Entwicklungsstand angeht, sehr weit hinter den anderen Projekten sind. Also zum Beispiel die beschleunigte Verwitterung ist aktuell eher im Bereich des Versuchsausbaus im Labor, wohingegen die Ozeandüngung sich eher bei der Beschreibung des Funktionsprinzips und der Anwendung befindet, also noch sehr, sehr weit im Anfangsstadium. Als letztes kommen wir jetzt zu der Frage, wie können wir auch andere Umweltwirkungen kompensieren? Und da möchte ich zunächst einmal starten, welche Auswirkungen hat es denn eigentlich, dass wir uns bei Kompensationen so sehr auf den Klimawandel fokussieren? Wenn wir uns jetzt einmal ein Produkt angucken, schauen wir uns ja normalerweise den kompletten Produktlebensweg an. Das heißt, wir haben die Herstellung eines Produkts, wir haben dann die Nutzungsphase und wir haben die Entsorgung. In all diesen Bereichen haben wir sowohl Inputs, die in das System reingehen, wie auch Outputs, die aus dem System rauskommen. Inputs können zum Beispiel sein Rohstoffe bei der Herstellung, das kann Wasser sein in der Nutzungsphase, das kann aber auch Landnutzung sein, zum Beispiel, wenn wir das Ganze am Ende deponieren müssen. Die Outputs, die hierbei gemeint sind, sind dann zum Beispiel einmal Emissionsoutputs, das kann dann CO2 sein, das kann aber auch zum Beispiel Schwefeldioxid sein oder das können FCKWs sein, die dann eine Auswirkung auf die Ozonschicht haben. Andere Outputs wären dann zum Beispiel auch noch Feinstaub oder wenn wir jetzt bei Wasser bleiben, wäre hier natürlich auch die Möglichkeit, dass wir Abwasser als Output haben. All diese Inputs und Outputs wirken jetzt auf verschiedene Wirkungskategorien ein. Eine dieser Wirkungskategorien ist Klimawandel, der dann in der Klimakompensation zum Beispiel abgedeckt wird. Es gibt aber noch sehr viele andere Wirkungskategorien. Zum Beispiel können sich diese Inputs und Outputs auch auswirken auf die Ozonschicht, auf die Eutrophierung, auf die Versauerung eines Bodens. Es gibt Toxizitätswirkungen einerseits auf den Menschen, aber natürlich auch auf die Umwelt. Und es gibt auch Landverbrauch oder Wasserverbrauch. All diese verschiedenen Wirkungskategorien haben dann am Ende Auswirkungen auf unsere Gesundheit, auf die Ökosystemqualität und die Artenvielfalt oder auch hier auf die Ressourcenverbrauch oder auf die Ressourcenverfügbarkeit. Hier sieht man jetzt ganz gut, dass es nicht reicht, wenn man die Auswirkungen eines Produkts mindern möchte, sich nur auf eine Wirkungskategorie wie den Klimawandel zu fokussieren.
Was für Ansätze gibt es jetzt also, um auch andere Wirkungskategorien einzubeziehen? Da möchte ich mit euch jetzt auf den CEC-Ansatz schauen, der bei uns im Fachgebiet entwickelt wurde, der sich genau mit diesem Thema beschäftigt und versucht, eine ganzheitlichere Kompensation zu ermöglichen. Die Ursprungsidee dabei war, dass man jede Kategorie einzeln betrachtet und den entsprechenden Impact dann ausgleicht. Also das heißt, man würde genauso vorgehen wie bei der Klimakompensation. Wenn wir uns da jetzt Versauerung anschauen, also Versauerung wird in Schwefeldioxid-Äquivalenten gemessen, dann könnten wir Gegenversauerung dann halten. Aber das Problem, was sich dabei gestellt hat, wie gehen wir mit anderen Emissionen um? Also zum Beispiel, wie gehen wir mit Sommersmog als Emissionen um oder wie gehen wir mit der Auswirkung auf den Wasserverbrauch um? Ein großes Problem, was hierbei auftritt, ist, dass im Gegensatz zu Treibhausgasen, die ja global wirken, viele andere Kategorien eher lokal sind. Also zum Beispiel der Sommersmog tritt lokal auf oder auch die Versauerung tritt lokal auf. Der Ansatz, der jetzt bei uns entwickelt wurde, CEC, steht für Circular Ecosystem Compensation. Die Idee dahinter ist, dass wir eine Monetarisierung verwenden, um den Gesamtschaden über mehrere Umweltkategorien zusammenzufassen und dann ganzheitlich kompensieren zu können. Wie läuft das dann im Detail ab? Wenn wir jetzt ein Produkt haben, würden wir dann zunächst eine Ökobilanz erstellen und die Umweltwirkungen bestimmen. Auf Basis dieser Ökobilanz würden wir dann die Umweltwirkungen, soweit es geht, reduzieren. Also auch hier gilt, erst alle Emissionen zu vermeiden oder zu reduzieren, bevor es dann zur Kompensation kommt. Basierend auf den restlichen Umweltwirkungen, die jetzt noch vorhanden sind, würden wir die Ergebnisse dann monetarisieren. Also das heißt, wir würden jeder Umweltwirkung einen Geldwert zuordnen und so hätten wir dann insgesamt am Ende einen Gesamtgeldwert für den Umweltschaden, der eintritt. Dieser Geldwert wird dann in Renaturierungsmaßnahmen, investiert und es erfolgt eine Renaturierung degradierter Ökosysteme. Dadurch erfolgt dann eine Verbesserung der Umweltqualität dieser Ökosysteme dem jeweiligen Ökosystem entsprechend. Also es wird immer die Renaturierungsmaßnahme angewendet oder durchgeführt, die möglichst sinnvoll ist. Wir wollen uns das jetzt, um das ein bisschen besser zu verstehen, einmal an einem Beispielprojekt anschauen, und zwar an dem Beispielprojekt einer Drogeriemarktkette, das wir auch bei uns im Fachgebiet durchgeführt haben. Also wir haben dann eine Benchmark-Palette an Produkten, die ihr hier sehen könnt. Diese Produkte, da würde man dann zunächst die Primärdaten erfassen und für jedes einzelne Produkt eine detaillierte Ökobilanz durchführen. Basierend auf den Ergebnissen dieser Ökobilanz würde man dann spezifische Reduktionsmaßnahmen entwickeln. Das führt dann dazu, dass wir am Ende optimierte Produkte erhalten, die schon mal eine deutlich geringere Umweltwirkung haben. Das seht ihr hier auch einmal im Überblick. Das Ganze wurde für 5 verschiedene Wirkungskategorien durchgeführt, und zwar einmal für den Klimawandel, die Versauerung, die Eutrophierung, den Smog und den Abbau der Ozonschicht. Die Ökobilanz hilft dann dabei, dass wir Hotspots ausfindig machen können und die Umweltwirkungen des optimierten Produkts bereits deutlich reduziert sind im Vergleich zum Benchmark-Produkt. Das ist jetzt einmal der Durchschnitt über die gesamte Produktpalette und man sieht, dass die Emissionen im Schnitt knapp 60 beziehungsweise 40% niedriger liegen. Wie erfolgt jetzt der nächste Schritt? Also was funktioniert, also wie wird dann die Monetarisierung durchgeführt? Die Monetarisierung hilft dabei, dass wir die Umweltlast dann über mehrere Wirkungskategorien abbilden können. Dafür werden die Kostensätze der CE Delft aus dem Environmental Crisis Handbook verwendet. Die CE Delft ist ein Think Tank aus den Niederlanden, der seit einiger Zeit so ein genanntes Schattenhandbuch herausgibt, also ein Handbuch, in dem die tatsächlichen Umweltkosten von sehr vielen verschiedenen Stoffen abgebildet sind. Dort sind auch die Umweltkosten für verschiedene Wirkungskategorien erfasst. Das seht ihr hier einmal in der Übersicht. Und diese Kosten werden auch über die Zeit angepasst. Wir schauen uns das einmal am Beispiel Klimawandel an. Im Handbuch von 2018, was die Preise über den Zeitraum 2015-2016 berechnet hat, also es war die Datenerfassung, da lag der Preis für ein Kilogramm CO2 bei etwa 60 Cent. Das heißt, eine Tonne hat 60 Euro gekostet.
Laut dem Environmental Crisis Handbook, dieser Preis ist dann bis 2023, wo das neue Handbuch basierend auf Daten von 2021 veröffentlicht wurde, stark angestiegen und liegt jetzt bei 130 Euro je Tonne CO2. Diese Preise gibt es dann dementsprechend auch für die anderen Wirkungskategorien. Das könnt ihr hier einmal sehen. Was man dann machen würde, wäre, man würde die Preise für alle Wirkungskategorien und alle Umweltwirkungen, die man hat, zusammenrechnen und käme dann bei einem Gesamtpreis raus, also einem Gesamtpreis für den Umweltschaden, den man durch das Produkt verursacht. Wie wird jetzt mit dem Geld verfahren oder wie funktioniert dann die Renaturierung? Das Geld wird dann genutzt, um auf Projektflächen sinnvolle Renaturierungsmaßnahmen durchzuführen. Da man immer die sinnvollste Renaturierungsmaßnahme durchführt, führt das dazu, dass die Verteilung der Umweltkosten nach Kategorien und die Verteilung des Umweltwerts nach Kategorien nicht übereinstimmt. Das ist auch hier nochmal grafisch dargestellt, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ein Produkt A haben und das verursacht Umweltkosten zu 30% auf Klimawandel zurückzuführen sind, dann zu weiteren etwa 15% auf Versauerung und zu weiteren 20 bis 30% auf Eutrophierung, dann ist das die Zusammensetzung der Umweltkosten, also des Geldwerts. Das Geld wird aber dann auch der Fläche in die jeweils sinnvollste Renaturierungsmaßnahme gesteckt. Hier in dem Beispiel wäre das dann die Bekämpfung von Versauerung. Das unterscheidet sich dann je nach Fläche, die man hat. Und dadurch entspricht natürlich die Kompensation, die man vornimmt, nicht immer dem Schaden, den man angerichtet hat. Das war allerdings die bisher bestmöglichste Umsetzungsmöglichkeit, die wir gefunden haben. Die Idee dahinter ist dann auch, dass wenn man genug Projektflächen hat und einen längeren Zeitraum, dass sich die Kosten- und Wertverteilung dann langfristig angleicht und es zumindest nicht mehr so stark unterschiedlich ist wie jetzt hier im Einzelbeispiel. Wie sieht das jetzt in der praktischen Umsetzung aus? In dem Drogeriemarktprojekt wurde das Ganze von Visio umgesetzt. Das ist eine Renaturierungs, ja, Firma, die verschiedene Flächen in Nordrhein-Westfalen besitzt. Das sind alles Flächen, die ehemalige Kohleabbaureviere sind, also zum Beispiel alte Zechenflächen. Und die Renaturierungsmaßnahmen, die da dann durchgeführt worden sind oder durchgeführt werden, sind zum Beispiel der Rückbau von Gebäuden oder auch der Rückbau von Versiegelungen, das Schützen und auch das neue Anpflanzen von Wäldern und Büschen, das Anlegen von nährstoffarmen und artenreichen Landschaften. Also es werden dann teilweise auch Überdüngungsrückstände oder Nährstoffe, die zu viel in den Böden sind, werden wieder entzogen. Oder es werden zum Beispiel auch Flusslandschaften renaturiert und wieder vernässt. Hier seht ihr jetzt nochmal ein Beispiel dafür, wie das dann am Ende aussehen kann. Also das ist ein Beispiel aus einem von diesen drei Flächen, die von Visio renaturiert werden. Hier sieht man eine sehr starke Versiegelung auf der Fläche, wie das am Anfang aussah. Und hier seht ihr dann ein Bild, wie das jetzt mittlerweile aussieht. Also man sieht, dass hier sehr viel von der Versiegelung also von der Versiegelung weggenommen wurde. Und das Ganze wird dann jetzt Stück für Stück renaturiert. Genau. Damit sind wir am Ende der Vorlesung. Und ich bin sehr gespannt auf eure Fragen. Und genau. Übergebe wieder an Gabriele.